Ja, ich freue mich, war mit uns zu sein hier, mit dem Dollar Top. Wieder zu gehen im 1. Johannesbrief. Wir sind bei dem letzten Kapitel gekommen, 1. Johannes Kapitel 5. Wir haben betrachtet im 1. Kapitel, ich will ein bisschen Topfoto, da ging es um die Gemeinschaft mit Gott. Da hat Johannes geschrieben, woran der ist, ob das ihr gekommen wir, um die Gemeinschaft zwischen uns und Gott war er durchzustellen, dass wir Gott kennen, war er in volle Gemeinschaft anbeten. Er sagt, kommt und hat auch Gemeinschaft mit uns, sagt Johannes. Unsere Gemeinschaft erst mit dem Vater. Er will nicht haben, dass er bloß mit Ehren soll in Gemeinschaft haben. Er sagt, Futzingeron, unsere Gemeinschaft erst mit dem himmlischen Vater. Und das ist der erste Kapitel besonders wichtig, wo Gott wiesen wird, dass die Gemeinschaft war, der Jesus Christus ob ist. Wir können mit ihm in Kontakt kommen, wir können mit Gott leben. Und im zweiten Kapitel haben wir Söhne, wo Jesus sagt, ich sehe hier einen Fürsprecher. Ich darf hier nicht anstehen, wenn die sinnvoll sind. Ich sehe nur für jünger, denn ich halte ihn wahr ab, damit sie den Weg gewinnen können. Und dann hört wie im zweiten Kapitel, wann wir mit Christus leben, dann, dann trennt sich uns Leben von der Welt. Dann wollen wir nicht mehr mit der Dieser Taub sein, sondern dann trennen wir uns von dort. Im dritten Kapitel, da hat Johannes wiesen, was von der große Leib Gott uns hat. Er sagt, die Leute, wie sind nur Gott seine Jünger. Das ist ein wunderbares Kapitel, was Johannes sagen wird. Und er sagt dann auch, du willst wieder dort prüfen können uns selbst. Er sagt, wir sind dort, der ist vom Teufel. Das meint, wir mutwillig in der Sinn werden leben dort, der gehört nicht Gott an. Wer Gott angehören dort, der lebt nicht mutwillig in diesem Sinn. Das sind wir der dritte Kapitel, wo wir darüber betrachten. Dann im vierten Kapitel, da fangen wir an und dort sagen, wir sollen die Jäste prüfen. Jeder Jäste, der bekannt hat, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, auf diese Erde, der ist von Gott. Wer dort nicht bekannt hat, dass Jesus im Fleisch auf diese Erde gekommen ist, der ist nicht von Gott, dort ist der Antichrist. Und so, da wir dann wieder im vierten Kapitel betrachten, wo wir sagen, dass Gott ist Liebe. Gott hat uns so geläuft gehört. Nicht du, wenn es wie wir am dir läuft haben, sondern heu hat uns läuft. Und nun sollen wir auch am läuft und uns in den anderen läuft, sagt Johannes. Du entscheidest wir uns so selbst und prüfen, wenn meine Leute zu Gott stehen dort. Da kann ich immer meinen Nächsten mich selbst einschätzen. Habe ich eine Leute zu meinem Nächsten, so ist meine Leute Gott gehen eben. Und ich sage manchmal, wenn ich weiter will, wie Leute ich Gott habe, dann muss sie die Frauen, wie Leute hat sie den Ratzen Feind. Dort ist deine Leute zu Gott, sodass wir uns den Ratzen Feind leben dürfen. Das ist ein bisschen weh, wenn wir darüber nur denken. Aber Gott sagt, was die eine Familie geringsten angetan hat, hat er mir getan. Und die Menschen sind bei Gott nicht das geringsten. Da wir bei Gott das Allerwertvollste, was er ist. Aber er sagt dazu, was die eine von der angetan hat, hat er mir getan. So, wenn wir einen Feind nicht an einen Leib bewiesen, dann haben wir Gott das nicht Leib bewiesen. Und das ist uns ein bisschen weh im Hort, wo Gott will haben, dass wir verstehen, dass wir heute haben das Leib. Und wenn wir diese Leib annehmen, dann werden wir durchaus fähig, auch andere Menschen zu leben. Dann schau wir dort leben, was die Bibel sagt, dass, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch beleidigen und verfolgen. All die Dinge, die schau wir nicht von uns fleischet. Die schau wir bloß dann erfallen, wenn diese Leib Christi in uns bannen ist und wie die Leute arbeiten in uns. Nun werden wir in 5. Kapitel gehen, wo Jesus uns versprechen wird, dass wir keine Sieg haben im Leben. Dass wir nicht brauchen einmal ungesinnt. Wir können dort überwinden. Wir können ein glückliches Christenleben leben. Ich will lesen die Verse 1 der 5 und du sagst, dass Christus gibt den Glauben den Sieg. 1. Johannes Kapitel 5, 1 der 5. Da sage ich so, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Es ist wunderbar, was Johannes geschrieben hat und uns als gläubige Menschen. Er sagt, wer der Gläubige hat, dass Jesus der Christus ist, der ist Gott geboren. Wo meint das Gläubigen? Es gläubigen bloß in Gedanken an mich? Es gläubigen bloß in Gefühl? Ich sage immer, nein. Glaube ist eine Entscheidung.
Wenn ich Jesus dort unerkannt und gebe, dass er wirklich mein Retter ist, dann sehe ich, ich Gott geboren. Nicht, wenn ich da bloß von Verstand her weit, dass ich du in Jesus, und dann glaube ich darauf, dass er dem du jaft. Sondern ich habe eine Entscheidung getroffen vor allem. Die Bibel redet immer wahrer, sagt Johannes, wir haben diesen Jesus erkannt. Und erkannt, wenn wir dort Wort lesen im Alten Testament, dass wir für ein paar Eier liegen. Das schreibt dann meistens so, und heu erkannt er, und sei kriegt im Bibel. Das meint, sie wäre ein Fleisch geworden, dieses Lied. So sagt Johannes, es gab mehrere Städte im Neuen Testament, wir haben gesehen und erkannt. Und dort ist auch der Glaube. Wenn wir Jesus erkannt haben im Glaube, dann meint, ich sie ein geworden mit diesem Jesus. Ich habe mich da eingemerkt in Arm. Wenn wir dann Johannes Kapitel 17 lesen, da wird Jesus für uns beten. Und dann schauen wir dort durch hier, dass Jesus Charakter in seinen Wunsch hat, von seinen Sieden anzusehen. Er sagt, Vater, ich bete, dass die, wo die sind, oder dort, wo ich sie auch die kennen sollen, dass wir eins sind und dass die mit uns eins sind. Er hat so ein Verlangen, dass wir mit ihm eins sind. Und ich glaube, Charakter dort ist hier, wenn wir sagen, wer glaubt. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, dann meint er, ich sie eins geworden mit ihm. Ich habe mein Leben ihm übergebt. Und er ist mein und ich sie sind. Wir sind eins geworden, wir sind taub. Und er sagt dann, der Jan, ja, der ist die Gott geboren, wer der Leuven hat. Sagt er, denn der ihn geboren hat. Und wer liebt, der ihn geboren hat, also kriegt diesen Jesus, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Dort sagen wir uns einander, wer Gott geboren ist, der hat nicht Sinn. Und obwohl wir kriegen möchten, unser Leben zu den gläubigen Menschen Raum an. Klar sagen wir auch alle Menschen Leben. Aber hier ist eine besondere Leib, was unja die Geschwister ist. Unja die Kinder Gottes, das ist eine besondere Leib. Nun haben wir uns immer wieder prüfen. Habe ich eine Leib, gehen über meine Familie, gehen über meine Nobas, kann ich wirklich in dieser Leib leben? Wenn ich das kann, dann ist es ein Zeichen für dich, dass du lebst auch in dieser Gemeinschaft mit Gott. So sagt uns das Wort Gottes. Und dann sagt der Kreis den zweiten Vers. Darum erkennen wir, dass wir Gott seine Kinder leben, wenn wir Gott leben, in seine Gebote holen werden. Beid wir erst so. Wenn wir uns in einem anderen Gott sind, dann sind Täten davon, dass wir Gott Gott sind. Und wenn wir Gott Gott sind, dann wollen wir auch uns in einem anderen Gott sein. Und dort der kriegt der Krieg immer wahre Böen. Wenn unsere Gemeinschaft mit Gott in Ordnung ist, unser Leben durch ist, dann wird auch diesen Weg auch in Ordnung sein. Und dann ist das volle Krieg durch, wo wir sie sein können. Und dort ist, was Gott uns auch sagen wird hier. Habe ich am erkannt, der ich am Leben, dann wird auch diese Leute zu meinem Nächsten sein. Und das ist so wunderbar, wie wir dann reagieren. Und ich sage immer, wenn wir in dieser Leute Christi bannen sind, dann sind wir so eine abgefährdete Bordel Wutter. Wenn uns ein anderer weidet, und der Speck und Lachen, dann schält du bloß Wutter rüt. Du schält nicht anders rüt, es kriegt du bloß dort Wutter. Und so der auch, wenn wir in dieser Leute, in dieser Verbundenheit mit Gott sind, wenn uns ein anderer weidet, dann schält bloß Leute drinnen an. Da wird dann nicht Eurenes, Betternes oder nicht Vergebung rütschälen. Die Dinge schälen da nicht rüt. So tja, wir uns gerade prüfen hier an. Erst wenn ihr Leib zu Gott acht, dann schält auch Leib mit mir rüt. Auch wenn andere Menschen mich weiter andern. Dann sag ich, dann dort ist der Leib zu Gott, dass wir seine Gebote holen und seine Gebote sind nicht schwer. Gott, seine Gebote sind nicht schwer. Warum nicht? Weil heute erfallen der Tag uns. Wir können diese Gebote nicht anhören. Wir können für Gott niemals perfekt werden, aber Gott wird auch durch uns wirken. Wenn ich in der leibende Verbundenheit mit Gott lebende, dann arbeitet Gott durch mich. Ich lade mich, Brücke sozusagen von Gott, und Gott kann wunderbare Dinge wirken. Er sagt wieder für das Falsch, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und hier kriegt es für uns eine Glöckelheit, so eine Scheinheit verbannt. Wenn sagt, wenn wie Gott geboren ist, dann können wir nie sein zu den schlechten Dingen. Dann ist diese Kraft in uns bannen. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Nur weil wir nicht denken, die Welt ist dort Santa Cruz oder irgendwo Bütte, die große Stadt oder Mexico City oder was immer. Die Welt ist in uns hart. Unser Fleischeslass, unsere Dinge, die uns immer bei der Hand tragen. Und wenn ich Gott geboren sehe, dass dieser Leib mit uns wohnt, dann kann ich nicht sein. Ich will mich nicht mehr gries merken und in diesem Sinn war er nennen können. Und dann sagt er, was ist da, was uns diese Kraft geben wird? Unser Glaube ist der Sieg, sagt er. Das Glaube an diesem Jesus Christus. Und ich kann großkräftig sagen, was glauben wir? Glaube ist, dass ich eine Entscheidung getroffen habe in diesem Jesus. Ich sehe eingeworden mit ihm.
Ich habe mein Leben in seine Hände gelegt. Heute ist mein und ich sie sehen. Das jäfft keine Training mehr zwischen mir und Arm. In dies Glauben kreit, dass ich Jesus sehen sie und heute meint das. Dort halt mich diesem Sieg zu haben kreit, dass ich kann nie sein zu Dingen, die mein Leben zukommen dürfen. Dann fragt der Fuß, der fünfte Vers, wer ist es, der die Welt überwinden wird, wenn ich da, der die Glauben wird, dass Jesus der Christus ist. Jesus hat um Tritt und dann sieht er noch, es ist vollbracht. Er sieht, es ist ganz vor dich. Da fehlt kein Stärkstück. Er sieht auch, dass seine Jünger euer Geweih fahren dort. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Alles ist in meinen Hängenbeinen. So, wenn ich mein Leben nur in seine Hand gelegt habe, dann sehe ich auch unter dieser Allmacht Gottes Beine. Und wenn es mein Glauben kriegt, was die Welt überwinden wird, das Ganze kann ich auch alle in Jesus zu sehen sagen. Und ich kann frei werden, ich kann glücklich werden. Auch wenn der Feind mich wird herumgehen in verschiedenste Sachen will um mich anhängen. Er wird mich wohl mutlos machen, er wird mich wohl Problemen ableihen. Aber in Jesus Christus, meine bennerste Anstellung nach Gott, da kann ich immer eine Freiheit beinen haben. Ich kann ein glückliches Leben leben. So, wenn wir die Taubfote tun, die Phase 1, Bad 5, dort haben wir uns drei Dinge in Mordje. Glaubst du, dann läufst du. Hast du einen Glaube an Gott, dann hast du auch eine Leib in die Bahn. Und hast du eine Leib, dann wirst du hörchen. Und hörst du, dann hast du auch sich. Drei Dinge. Hast du einen Glaube, dann hast du eine Leib. Hast du eine Leib, dann wirst du hörchen, was du sagst. Und wenn du hörst, dann hast du auch sich. Die drei Dinge gleich machen wir uns im Herzen implanten. Und die machen taub bleiben in uns. Das meint, wenn ich Leib habe, oder wenn ich Glauben habe, dann sehe ich eins geworden mit Gott. Und dann ist Gott in mir bin, sagt der Heilige Schrift. Ich sehe ein Tempel von dem Heiligen Jesus. Wenn ich dort habe, dann will ich auch hörchen, was du sagst. Und wenn ich das Wort hörche, dann will ich auch sich haben, weil es wird mir sein, was gut ist und was schlecht ist. Ich will wieder gehen zu dem nächsten Abschnitt. Ich will lesen von Vers 13. Du sagst dort, Christus schenkt das Leben. Sagt, dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind's, die da Zeugnis geben im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind's, die da Zeugnis geben auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir das Zeugnis der Menschen annehmen, so ist Gottes Zeugnis größer, denn Gottes Zeugnis ist das, das er bezeugt hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der hat ihn zum Lügner gemacht, denn er hat nicht an das Zeugnis geglaubt, welches Gott bezeugt hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt und damit ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Einmal Batzewit, hier sagt, wie Christus schenkt das Leben. Und dort meint das ewige Leben, dort wird er geben. Und er fängt an, würdet wir. Er sagt, dieser ist gekommen, durch Wut und Blut, Jesus Christus, nicht bloß in Wut allein, sondern in Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt. Dann im Alten Testament wieder so, wenn jemand abtreten deut, der muss immer drei Zeugen haben. Und wenn jemand irgendwo zu sein hat, dann fordert die Jüde sehr viel und drei Zeugen ab. Und Gott wisst dort, wie die Menschheit auf ihr wird. Nur der sie in einer Sehen, kommt er auf ihr, nur der Gott kriegt zu handeln, aus der Menschen auf ihr deut. Er braucht drei Zeugen dort. Einmal sagt er, drei sind er, die das Zeugnis geben im Himmel, das ist der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Diese drei sind eins. Dann sage ich dann den achten Vers, du sind drei, die das Zeugnis geben, dann auf ihr. Der Jesus, der Wut und der Blut. Und diese drei stammen überein. So das erste, der Jesus. Und wir sehen, wo Jesus nun Wut gegangen hat, heißt die Taufenleute im Jordan. Dann auf einmal ging der Himmel auf und der Jesus sagt,
dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Der will Zeugnis geben. Alle Menschen, die daran wären, die wüssten, das ist Gott sein Sehen. Der zweite, wollte der Zeugnis geben, Jesus lässt sich taufen. Und er lässt sich taufen, indem er Gott unerdohnt wird. Das wäre der zweite Zeugnis, was er wird. Und der dritte Sache ist das Blut. Er lässt sich kritisieren für uns. Er lässt sich Blut schälen, damit er du können gerat werden. Das ist der dritte Zeugnis. Und dann denken wir hier mal einfach nur, wie läuft Gott ans Haf? Gott hat ja niemals dürfen, ein Zeuge dazu nehmen, um seine Sache zu bestätigen. Aber er deutet am uns, dass wir das verstehen können, wie läuft Gott ans Haf? Und wie läuft Gott mir in die Haf? Er nahm drei Zeugen dazu. Einmal seht er, Blut ist der im Heiligen Jesus. Und dann lässt Jesus sich taufen. Und er lässt dem Tritzchen, er lässt das Blut schälen für unsere Ehen. Damit drei Zeugen da wären. Dort ist Gott sein Sehen. In diesem habe ich dort ein Leben bannen. Mich fragt dort, wenn ich da immer nur denke, wo wie drauf Gott gekommen ist, nach uns. Dann habe ich gerade im Psalm 40, 1 und 2 oder 2 und 3 verstanden, wo das sagt, dass Gott hat sich raufgebeugt nach uns, aber im Grube und hat uns durchgetrocknet mit all diesem Schlamm. So gnädig wie Gott. Gott hat alle Dinge, damit wir als Mensch sollen verstehen können, ich habe den Leib. Mein Ziel ist noch niemals gewesen, ohne Jünd zu sein auf dieser Welt. Mein Ziel ist noch immer gewesen, mit Jünd Gemeinschaft zu haben und mit Jünd ewig zu leben in der Nähe Jerusalem. So eine Einstellung hat Gott je in uns. Aber wenn ich ihn dir nicht annehme, diese Einstellung, dann wird das gerecht über uns kommen. So sagt uns auch das Wort Gottes. Das steht ganz frei. Wenn wir diesen Gott nicht annehmen wollen, der Jesus, dann kommt ein gerecht über uns. Das ist nicht der Gott, der will, aber wir nehmen uns dort. Eva uns selbst, weil wir haben diesen Gott aufgelehnt. Gott ist du, er hat alles getan für uns, damit wir in Arm kennen, ein Leben haben. Und dort sage ich, kriegt diese nächste Phase aus, verstehen und wieder. Ich verstehe, du sagst dann, wenn wir das Zeugnis von den Menschen annehmen, so ist Gott sein Zeugnis gerade, denn das Zeugnis Gottes ist dort, das er bezeugt hat von seinen Sehen. Also, wenn ein Mensch mir was sagen wird, dann habe ich noch ein Vertrauen. Ich glaube dort. Dann sehe ich gleich in Santa Cruz und da sage ich mir ein Wort, da ist der Mensch, der hat ein Eigelag gehört. Wo steht, weil er tüß bei ihm wieder sein? Dann sage ich, ja, das war ich. Dann frage ich, dann bete, was ist da passiert? Und ich fahre in den Haus und ich glaube dem ganz, das, was er mir gesagt hat. Warum kann ich ihm da glauben? Der hat mir bloß gesagt. Wir glauben dort. Aber nun hat Gott noch drei Zeugen dazu genommen, dass Jesus uns euer Leben geschenkt hat. Und dass ich und du kennen, dass euer Leben von dir haben. Und dann zweifeln wir. Wird das so sein? Wird das wirklich sein? Und das sagt Gott, sein Zeugnis ist viel gerade als uns. Wenn Gott sagt, ich sehe der Allmächtige, du bist mein Geschöpf, du bist ein Erdklampe meiner Ehe, bei dem Moment, wo ich dein Odem nenne, püste du dir die. Wirst du ein deutsches Erddenk, aber du entstund eine Säule in die. Nun sage ich das Gott ans Wort, dass wir euer Leben können haben und ihnen sehen. Und dann zweifeln wir als Mensch. Wird das wirklich so sein? Da sollen wir kein Zweifel anhaben. Gott, der Allmächtige, wenn er auch drei Zeugen genommen hat und sagt, er kann ihn sehen, die Jeft, damit die Gemeinschaft mit mir war, er kann in Ordnung sein, soll uns dort eine Freiheit geben. Dann sage ich den Verstehen wieder, wer an den Sehen Gottes gläuft, der hat das Zeugnis an sich. Kreis, was ich sage, der Gläuven ist, ich bin eins geworden in diesem Jesus. Ich habe eine Entscheidung getroffen für diesen Jesus. Ich habe mein Leben arm übergebt. Und wenn ich dort da, dann sagt Johannes 1,12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Also ich sehe von dem Moment ein Kind Gottes. Und dann sagt Paulus, dann wohnt der Heilige Jesus in uns. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Dann wohnt er in mir. Und kriegt der Johannes hier sein. Wer an den Sehen Gottes gläuft, wer betiert in wahre Geburt ist, kann wie sein. Der hat das Zeugnis an sich. Was ist das für ein Zeugnis? Ich wie einmal dort in Sinn verloren. Aber Jesus ist gekommen und hat mir geholfen. Und ich will ewig mit einem Tipp kommen. In der Ewigkeit mit einem Tipp sein. Das ist das Zeugnis, was ich in mir drehe. Und das andere Zeugnis ist, dass das Jesus nur in mir wohnt. Das sind so eine schöne Städte, was wir haben, was uns Mut merken können, als ein Kopf nicht nur ungeteilte. Der hebe unseren Kopf ab und der merke uns glücklich, wo Gott den uns angestellt ist. Das zeigt, wer Gott nicht gläuft,
der hat von dem Lehner gemerkt. Denn er hat nicht unter Zeugnis geglaubt, wenn Gott bezeugt hat, also wenn Gott um Bohr gemerkt hat, von seinem Sehen. Meint wir hier, wann wir du und Zwiebeln tun, aber ich euer Leben habe, dann darf ich Gott im Lehner merken. So dich bietet Johannes bei uns. Er sagt, wir haben nicht mal eine rechte Zwiebeln. Wenn ich Zwiebeln tun, dann meint so viel, ich stelle die Bibel in Frau, Gott sein Wort, als das verhebt, was so sein, was du sagst. Und dann hat alle Zweifel zu sehen. Weil wir wollen niemals rüt sein, dass Gott lehner ist. Dass Gott uns belehren wird. Sind ihr das nicht? Gott wird uns schon mal belehren. Nun sagt er, aber kriegt das, dass wir uns matten durch eine Frau. Haben wir einen Zweifel in unserem Leben? Zweifel wie unter der Rating, was die Bibel uns sagen wird. Dann sollen wir abpassen, was wir durch einen. Weil die Bibel sagt uns, dass wir dann lehner Gottes sind. Wir können Gott 100%ig vertrauen. Und er wird uns nie allein lassen, niemals. Da werden sie, Paulus sagte Timotheus, sie gingen der schwere Tide in den 2. Timotheusbrief, im 2. Kapitel, Vers 13. Und dann ab dem Engen sagt Paulus zu dem Timotheus, seine mitmerkende wird. Er sagt, wann wie alle andere waren, Gott wird niemals andere. Gott kann sich gar nicht verlieren. Weil Gott ist so, er hat das Wort einmal rückgesagt, und er kann er nie in Ewigkeit mehr trainieren. Und dort ist das Schöne. Ich habe früher gesagt, wenn wir ein Arm gläubig wurden, das ist die Bibel, das sagt, da wurde als ein Körper lebende Ströme dran. So glücklich, wo wir sind. Und dort muss Gott anhüllen in alle Ewigkeit, weil er kann nicht lehren. Er kann das nicht mehr drin nehmen. Und so ist das auch mit der Annehmen. Er sagt, wer an den Sehen Gottes gläubt, der hat das auf ihr Leben. Du hast das nicht mehr zu, kein Zweifel nicht nicht. Aber der andere sieht es auch. Wer den Sehen Gottes verachten wird, sagt Hebräer 10:31 uns, da wird schrecklich sein, in dem Leben ihr Gott seine Hände voll. Da ist der andere Kant. Aber von der werden wir checken, wo für einen Gott wir haben, wir läuft tollig erst uns. Weil wir leben in einer Genotentheit werden, und Gott will, dass wir mit unseren Zweifel, mit unseren Problemen, auf den falschen Grund kommen. Der Vers 11 sagt, in der Zeugnis, wo wir hier annehmen, sollen in Vers 10, was in uns wohnt, er sagt, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Dort wir kriegen das Zeugnis. Dort ist das ewige Leben, was Gott uns geben hat. Ab dem Moment, wo er du uns Hand geben, nur Jesus, du entsteht nie Leben in uns. Und Paulus hat uns so klar rückgeschrieben, er sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Siehe, das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir sind eine ganz neue geplant. Und von der Wieder wurde nie Frucht anfangen, um mein Leben rüberzukommen. Und dort ist es wichtig, im Leben eine Veränderung zu erleben, damit ich mein altes Leben Jesus übergebe. Er gibt mir nie das Leben, der plant ein neues Baum in mir an. Und was dann wird rüberkommen mit mir, da werden ganz neue Dinge sein. Mein Leben wird total sich verändern. Vers 12 sagt er dann so klar, als das werden kann, wer den Sehen hat, der hat dort Leben, wer den Sehen Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Wie kann ich sagen, wer an diesen Sehen nicht gläubt, der hat das nicht. Wer an diesen Sehen Gottes gläubt, der hat das. Wir glauben heute unerkennen diesen Jesus, dass er du es und dass er mich frei gemacht hat von meinen Sinn. Das ist nicht ein Gefühl, das ist eine Entscheidung nur diesem Jesus. Klar, wo wir dort auch fehlen, wo dort kommt hinterher. Ab diesem Moment, wo wir dort vielleicht nicht fehlen, wann wir uns bekehren. Aber ich wollte, ich habe eine Entscheidung gemerkt, so ist die Bibel das sein, und Gott steht dort. Und wenn er sagte, wer den Sehen Gottes hat, der hat dort Leben. Hast du diesen Jesus mal in dein Hand gekriegt? Hast du diesen Jesus unerkannt in dein Leben, aus dein Haar in Heiland? Wenn du dort hast, dann frage ich mich mit dir. Aber wenn du dort nicht hast, was hält die drei, dass du diesen Jesus nicht hast? So schön, als Jesus uns das umbeiden wird, in diesem Kapitel kriegt. Sag, wer den Sehen hat, der hat dort. Und dann hat Johannes noch, ich sage einmal, da hat man eine Niete gewachsen. Der hat gerade gewusst, wie hart herrscht dich, wie wir. Dann schrift er nach dem zweiten Vers heran und sagt, solches habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt, an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Mit anderen Worten würde ich sagen, das habe ich ihnen geschrieben, dass ihr glaubt an diesen Jesus, dass ihr das weiter kennt, dass ihr das ewige Leben habt. Und wir sind vielleicht so abgetrocknet, nee, das schaffe ich nicht weiter. Das ist eine Hoffnung.
Wie man der Blues hupe und Jan da, du wirst ja jetzt an seinem Ola so handstellen, als er dann wird sein. Jo, das stimmt doch. Der wird an so handstellen, als er das Ola wird sein. Aber ich und du, wir können uns hier all entscheiden, wo wir da alle handgestellt sind. Und wenn ich mein Leben hier Jesus übergebe, dann wird ich dort, dann stellt er mich in das neue Jerusalem dann, wenn ich nach Hause komme. Ich will ewig und immer mit einem glücklich sein. Dort ist, was die Bibel uns sagen wird. Und so viele sagen dann aber, wir können dort nicht weiter. Ich habe eine besondere Geschichte, die ich mal lesen dort. Der eine sich unterhalten, mit dort, wir können dort nicht weiter. Und die andere will aber nach der anderen Land fahren, der hat eine Map mit. Dann sagt er, wie willst du dort, dort ich da hinkommen, wo, oder dort du da hinfingen warst, na da steht. Well, sagt er, ich habe eine Map. Das ist alles gut, die Wache ist ganz oft getätigt. Dann sagt dieser zu ihm, jo, aber wie willst du da, ob der Wache da reich ist? Well, sagt er, du verlutert mich ganz, ob diese Map ist hier, die ganze Welt bekannt. Die wollte mich gleich da hinführen, ich will nach Argentinien vor. Dann habe ich wieder nach Chemol gewasst. Aber ich verstreut hat, dass ich nicht weiter da in Gott gehabt. Dann sag ich dir, wenn du dir so sicher bist, dass du warst ankommen in Argentinien, sagt er, ich habe auch eine Map. Und das ist noch viel sicherer. Wenn du sehen Gottes, was ich gesagt habe, wenn ich an einem glaube, dann sehe ich dir, wenn ich meine Augen hier was mache, sag ich, und das ist Wahrheit. Jan hat einen Moment schon geschrieben, aber das nicht. Und dann hat der Mensch einmal seinen können. Und ich denke, das sind Beispiele, die uns helfen können, wenn wir alle in eine Map glauben können. Ja, ich sage, wenn die Menschenzeugnis annehmen, warum habe ich dann ein Problem mit Unternehmen? Ich kann nicht lehren. Ich kann nie einen Menschen dumm lehren. Wie dann ein Kind nochmal was redet, dann war es vor dem Tag wieder drei. Und dann war es wahre, dann war es wahre drei Tage. Und irgendwann haben wir das Kind noch da und vielleicht haben wir gemerkt, wenn es vielleicht ein Spust war. Das sind auch rechte Dinge, die wir tun. Aber Gott wird nie so handeln mit uns. Wenn ich nicht Gott lange da, Gott wird meine Hand nehmen. Und er wird sagen, komm dann, du gehörst zu mir. Und ich gehe hier zu dir. Wir wollen taub sein für alle Ewigkeit. So geht Gott. Wir haben Völker in der Anstellung, Gott hier in Eva, denke ich, als Mensch. Wir beticken Gott so, als wir holen dann. Und Gott geht aber nicht so. Er sagte uns, wenn du wirst Leben geben einem anderen, dann wird Leben dir nicht kommen. Und wenn du dein Geld wirst einem anderen mitteilen, dann wird dein Geld mehr werden, sagte er. Ich sage, wo ich das Himmelsfenster Eva die aufmerke, in Malachi 3 Tieren, und die sehen wird ab dir abkommen. So handelt Gott. Gott ist ein wirklich ein guter Gott zu uns. Aber der andere sieht mal wirklich, wenn wir sagen, dort kann ich nicht glauben. Dann kam über die das schrecklichste Gericht, was wir uns jemals waren, denken können. In Zacharia wird beschrieben, wenn Gott mit den Menschen wird zum Einkommen, wenn der Arm nie angenommen hat, der wird das Fleisch von ihren Knöcheln raufgehen und der Mensch wird überleben bleiben. Das kann uns nicht feststellen, wie schrecklich das wird sein. Aber von dir ist die Liebe Gottes ganz auf von jedem einen. Weil die Gnadentät ist gar nicht zu eng. Und Gott will jeder Mensch bei sich haben. Gott will, dass wir alle mit am Taub sind. Und du wendest, dass Johannes gerade diesen Brief geschrieben. Er sagt, wer den Sehen Gottes hat, der haftet. Der braucht nicht mehr mit einem schweren Leben rumgehen. Der ist frei. Und er kann in dieser Gemeinschaft mit diesem Gott glücklich wiederleben. Wenn wir hier checken, dann bei Vers 13 meint Töpfhutten den 3, dann sehen wir hier, du hast ein geschichtliches Zeugnis, also wohl von der Geschichte her, dass Jesus kommen wird. Dann ist das göttliche Zeugnis, dass Jesus, das Heilige Jesus, dass Jesus bezeugen. Dann ist aber auch hängen noch ans eigene Zeugnis. Was kannst du zeugen von diesem Jesus? Die Geschichte der Zeugen von diesem Jesus? Gott selbst, der Zeugen von diesem Jesus? Aber was kann eigentlich du zeugen von diesem Jesus? Wie sind auch ein Zeugen, ob diese Erde verarmt? Er will das Hand wieder sein. Dann können du Zeugen von diesem Jesus. Havi, dort wir leben in uns. Ich will das letzte Engel lesen, von Vers 14, der 17, ich schmoll. Das sagt, und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir die Bitten haben, die wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, der soll bitten und er wird ihm das Leben geben, denen, die das sündigen, nicht zum Tode. Es gibt eine Sünde zum Tode, für die sage ich nicht, dass jemand bitten soll.
Alle Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde nicht zum Tode. Also hier, wieder seinen Christus ermöglicht das Gebet. Jesus merkt allmählich, dass wir überhaupt beten können. Wie von uns ist er nicht mehr fähig zu beten? Dann wie war er diese Leib Gottes sein? Wenn wir ihm bloß die Unerkennung geben, dann sind wir seine Kinder. Und dann der heute noch, der ich uns bete, er ermöglicht unser Gebet. Und das sagt er auch in der anderen Bete in der Bibel, sagt er, der Heilige Jesus, der für uns anstunden, bei Gott, und sagt, was wir beten sollen. Wie wollt ihr nicht mal einmal, was wir beten sollen? Aber der Heilige Jesus sollte sein, der merkt uns, wie traurig bei Gott, so dass er bei Gott so unkämmt, als was wir das gemeint haben. Auch wenn wir dort nicht in Wirt allerhand so sein können. Und es ist nicht herrlich, wenn wir einfach nur denken, will Gott nach der unseren 7 Stunden dort, wenn wir ihm bloß die Unerkennung geben, dass wir Rating in Jesus Christus annehmen dürfen für uns. Er sagt hier, der 14. Falschkrieg, das ist unsere Zuversicht. Das ist unsere Zukunft, können wir sein, dass wir von Jesus sich reden haben, wenn wir ihm wollen, was Frauen, was sehen wollen, entsprechen dort, dann hört er uns. Jedes Mal, wenn wir um eine Sache beten, wo Jesus auch mit einverstanden ist, dann schau wie immer weiter in der Hirte mich. Wenn ich Probleme habe, ich Sorgen habe, nicht gut mit Jesus, dann weiter, dass Jesus hirte mich. Weil er sagt, alle, die Sorgen haben, gucken mich, schmieden auf mich. 1. Petrus 5,7. Alle eure Sorgen werfen auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn ich jedes Mal, wenn ich ein Problem mit mir habe, nicht gut mit Jesus, dann weiter, dass er hirte mich, weil er hat gesagt. Und ich kann nicht lehen, mir hat mich dort leben kreis so glücklich. Weil ich weiß, Jesus ist wirklich du für mich. Jeder Mal, wenn ich betende. Und du wirst auch einmal ein anderer mit einem in Gespräch sein, dass er nicht was tun für mich. Immer ist er du für mich. Zu jeder Minute oder Sekunde in meinem Leben. 15. Vers merkt er uns noch einmal so mit. Er sagt, wenn wir dort weiter, dass er uns hört, wo immer wir wollen beten, was wir auch bitten, sagt er, dann weiß wir auch, dass der Bett, was wir gebeten haben, dass wir die von ihm haben. So wie Jesus mit uns mit. Er sagt, wenn ihr da auch weiter erkennen, dann wollt ihr da auch, dass ihr da auch haben, wenn ihr das gebeten habt. Nun wollen wir aber sagen, er hat sich vorgegeben, um eine Sache zu beten, da passiert nichts. Gott geht andere Wege wie. Gott sagt, meine Wege sind viel höher als jene Wege. So ist der Himmel höher als die Erde, so sind meine Wege höher als jene Wege. Wie deine Verkommen so beten, Gott dir das Maria. Und wenn Gott das wirklich Maria tun würde, dann würde wir das nicht futen können, warum Gott das Maria tun hat. Wir würden mit der Sache nicht angehen können. Dort als Christ ist ein kleines Kind. Wenn ein kleines Kind nach uns kommt, dann sagt Mama, kann ich das große Masse? Dann sagt die Mama, aber nicht. Aber kommt das Kind, wenn es 18 ist, und fragt Mama, kann ich das Masse? Ja, das ist eine Schifflut. Dann merkt die Mama sich nicht mal Sorgen über. So geht Gott mit unseren Gebeten an. Er weiß, wann die Zeit ist, wo das für uns was im Sehen sind. Dass das für uns nicht was bloß nur los sind. Und ich darf das einmal verglichen mit einer Ampel, so eine Lichter, die in Santa Cruz sind. Wir kommen den Nonje vor und dann dachte das rot. Und das sind unsere Gebeten manchmal. Ich habe irgendwas gebet und ich muss so gieren von Gott haben. Und das ist rot. Gott sagt mir, nee, das läuft nicht. Ich bete wieder und ich bete wieder für andere Dinge. Und wenn man dachte, das Licht jähl, dann sagt Gott, wach. Ich will dir das geben, aber wach. Das nächste Mal habe ich gebet und dann dachte das Licht rein, dann sagt Gott, du hast das Hand. Ich sage, das fehlt dir. Und dann geht es wieder im Leben. Und so macht wir auch verstanden, Gott ist ein Gott, wenn er durch viel, viel höher ist. Der allen Verstand übersteigt, sagt die Bibel. Hans Verstand kann er nicht nur begreifen. Und dort ist so wunderbar, dass das Gott über doch mit uns zu tun hat, hier auf dieser Erde. Auch wenn wir am nicht sein. Er sagt, ich wohne in Jünd. Ich sehe alle Tage bei Jünd bis ans Ende der Welt. Und was ich dort erlebt in meinem Leben. Und ich denke immer, dass fertig der Reift wäre, und wir wieder zuhause auf dem Hof, dann am nächsten Tag zum Morgens, dann werden wir an, wenn wir noch eine Reift wäre. Und ich hatte vielleicht 500 Päusen waren fehl, und dann so fort. Ich glaube nicht, dass ich dort hatte. Und ich brauchte über $300. Und dann sage ich meine Frau, was werden wir denn nicht? Wir sind hier umgelegt, wir können nur nicht wohin. Er sagt, wir wollen Gott anbeten. So vielleicht kann ich beim Stuhl Kredit nehmen, dass ich 2 nie helfen kann. Wie hat ich ein Geld? Wir wissen nicht von woher. Wie betet ihr dafür? Er sagt, Gott, du sitzt dort. Unsere Reifen sind verbrückt und fertig.
Und er braucht $300 und wir haben kein Geld nicht. Und wir wollen aber nach vorne eine Botschaft bringen, na, das Bild sind doch. Ich brauche das fertig, den wir haben vor. Ich leide den Diener hin, dass du was, dass du dafür Geld zu sein hast. Wie heute du von Lust, die Leute, wie schaufte der im Dach? Zu uns schrieb ich ja. Und dann ist dieses Lied weggefahren, dann gab der Mann mir noch einen Brief. Und er sagte, sie hat noch einen Brief mit dir heute für uns. Du wirst für uns. Ich bedanke mich, ich denke, ich kann starte mit ihm ein bisschen in Fupp. Und dann ist sie weggefahren, wie meine Frau wollte Bad gehen, und dann fällt mir ein Bier, wo meine Kleider weizen. Ich habe noch einen Brief in der Fupp. Ich sagte, nehm den Rüt, merk den auf, und dann sind $300 weg. Dann wüsste ich, das liegt für uns wie rein. Gott hat in diesem Moment gesagt, ich weiß, dass du brauchst. Merk die Scheinen, sage ich. Ich konnte am nächsten Tag neue Tires holen vom Stuhl, die waren nicht merken wie vorher. So denkt Gott manchmal. Aber das nächste Mal, dann denkt Gott uns über Jahre eine Sache vertragen, damit er unseren Glauben prüfen, sagte. Ich will weiter, ob uns Glaube echt ist und arm. Und ich habe den Prediger sie genommen für jeden, wo du treue Sassig und nach was Jahr. Und der hat ein Gebet für eine Person, dass sie zum Glauben kommen kann. Er ist Evangelist. Dieser Mensch kommt nicht zum Glauben. Er starb. Aber ab 10 Begrafenen, da er dieser Mensch begraben wird, dann kommt Jana zum Glauben für alle Menschen. Gott hat seine Gebete erhört. Aber Gott hat ihm gesagt, ich will dir das geben, bloß zu dienen tut nicht. Und so der Gott mit uns. Und wenn merkt Johannes uns hier Mut, wenn wir mit diesem Jesus leben, wenn ich an mir was gefragt habe, dann weiß ich, dass auch Gott hat sich zu ihm gekämmert. Will Gott auch nicht was führen, dort ist Gott seine Sache, aber Gott hat sich zu ihm gekämmert. Jedes Mal, wenn ich gebetet habe. In Römer 8, 28, denke ich, erst dort, wenn ich höre sie, da sagt, der Jahre, wenn du Gott läuft hast, der deine alle Dinge zum Besten. Und du kriegst erst als unsere Sie gefragt, dass wir im Glauben in der Gemeinschaft mit Gott leben können. Auch wenn unsere Gebete nicht von zu sein, als nun, wenn wir hier leben können. Ich weiß, dass ein manche Gebet wird Gott Fuß erhören. Aber du wirst manche Gebete sein, die wird Gott lang tragen. Er will unseren Glauben prüfen. Er will weiter, wie wirklich wir fast sind und arm. Und wenn heute wird sein, dass wir fast bleiben und arm, werden große Dinge passieren. Und dort ist gerade, was Johannes hier mitmachen hat. Und sagt, an das Glauben, der geht auch ganz was im Praktischen nennen. Unsere Gebete. Er sagt hier, wenn jemand seinen Bruder Sünden sieht, einen Sinn nicht im Tod, dann soll er beten, und er wird ihm dort Leben geben, der den Sünden nicht im Tod. Das gibt einen Sinn im Tod, für den sagt nicht, dass jemand beten soll. In den vier Kapiteln hat wie, wenn jemand seinen Bruder darben sah, also der hat nicht zu essen. Dann der Leib Gottes wird uns beten, als der wird ihm essen geben. Wir wollen mitteilen. Und hier kommt der Tree und der andere sieht noch. Und ich sage, wenn wir das weiten Wort wie kriegen von Gott und dort wieder da noch Hand, dann sagt er, dann denke ich an deine Bräute und Sester. Du hast eine gute Kraftbahn, die Gott uns geben hat. Ich sage, wenn du den Bruder Sünden sitzt, dann bete für ihn. Und Gott kann diesen Sünden, diesem sündigen Udash, kann Gott zustoppen. Dass er nicht mehr darf in diesem Sinn leben. Gott sagt, ich will deine Gebete erhören. Du musst dich abhören kommen mit Sünden und kann auch zu deinem Leben kommen. Möcht wie wahrer, wird von einer furchtbar großen Kraft in mir und die Bänne ist, wenn wir diesen Jesus-Lote in uns arbeiten. Einmal sagt er, dass wir uns prüfen, ob wir reisen mit der Däule im Äten mit unserem Nächsten. Und das andere Mal sagt er, dass die hat viel wieder. Du kannst beten für deine Bräute und Sester, die wollen zum Glauben kommen durch dich. Gott will unsere Gebete hören. Und er sagt, dass wir auf einen Sinn nicht im Tod. Hier redet Johannes über der Heilige Jesus-Lasterung. Jemand, wer sich mit Flieht, mit Gott aufgesagt hat, er will nicht mit Gott, und er hat sich gegen Gott entschieden, dort nannte die Bibel die Heilige Jesus-Lasterung, sagt Johannes, für dem sage ich nicht, dass die beten sollen. Er sagt das nicht auf, aber er sagt, das ist nicht, das hilft dir nicht. Für den Mensch, aber hier geht es um eine andere Sache. Er sagt, wenn wir jemand sein, der ist in Sinn gefallen, wenn wir wollen für die Person beten, der wird dort kommen. Gott wird am dort helfen, der 17. Pharisäer sagt, alle Ungerechtigkeit ist Sünde und es gibt Sünde nicht zum Tode. Und kriegt diesen Sinn, das erreicht wird wieder im Leben. Das ist Sinn, aber Gott kann das abhüllen, wenn ich ein Düde verbeten kann. Dann müssen wir uns selbst freuen, was für einen liebenden Gott haben ich ein Düde. Wenn wir von diesem Jesus kommen und beten an Dinge, dass er
die Sinn abhüllen kann bei dem nächsten Mensch. Der darf nicht wieder sinnen. Dort habe ich versprochen in seinem Wort. Und das soll ja, dass Jesus auch sagen, zu der Gemeinde in Philadelphia, in Offenbarung Kapitel 3. Er sagt, die haben eine ganz kleine Kraft, aber die haben mein Wort bewahrt. Sagt er, nun wo ich das geben, dass in der Schule Satans, wo er kommen, für ihn durchfallen, die wurden erkennen, dass ich Dünche gelegt habe. Mit anderen Worten würde sagen, die wurden erkennen, dass ich und die, wie sie ein, wie sie eine Familie. Du, wir sind eine große Versprechung. Und dann der Gott vor der Hänger sein, sagt er, und willst du dort tun in Hand, wo er die Kinder bewahren für die Trübsal, was über die ganze Welt kommen soll, kriegt der Antichrist. Er sagt, dann sagt Gott, dann wo ich an deine Seite stehen. Du brauchst keine Angst daran. Und du redest Johannes hier gerade davon. Er sagt, von wie diesen Jesus, wo er läuft hat, wird wir antworten, trüb bleiben. Dann werden wir beten und was wir wollen. Er wird den Sinn erholen mit dem anderen Menschen, der nicht mehr sinnen kann. Und er wird an dem eigenen Leben anhalten. So eine Kraft kann Gott durch mich in die wirken. Das ist wunderbar, wenn wir darüber nachdenken sollen oder auch tun. Die Kraft Gottes liegt in das Gebet werden und Gott hört uns. Die Kraft Gottes ist in das Gebet werden, wenn wir nur seinen Wellen beten. Die Kraft Gottes ist, dass er uns versöhnen wird mit allen. Auch mit Menschen, die noch in Sinn leben werden. Du hast die Kraft im Gebet werden, was Gott uns verheißen hat. Und du kannst uns in Faust holen. Ich will den letzten Ausschnitt kommen, von Vers 18 durch 21. Jetzt sage ich, wir wissen, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinen Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kindlein, hütet euch vor den Abgöttern. Amen. Hier der Johannes wiedergehen und er sagt, wie wollte, dass wer von Gott geboren ist, der sündigt nicht. Christus bewahrt für den Bösen. Das ist die letzte Überschrift für den letzten Tag. Christus bewahrt uns für den Schlechten. Wenn wir in Christus leben, dann sagt er, dann tastet der Böse uns nicht an. Da meint Satan, haft nicht mehr die Kraft an uns, mit uns zu tun, was er will. Er kann Schilder anstellen, er kann all die Versicherungen an uns nun bringen, aber er haft nicht mehr das Sein in uns. Gott ist nur da, wer das Sein über uns hat. Und dort ist so ein scheinend Geschenk, was wir haben, durch diesem Jesus. Und da kann ich einen jemanden, ein Zeugnis von stets, in Harry Harris, ich weiß nicht, dass er noch lebt. Er hat einen großen Chore-Accident und er kam in ein Koma nennen. Sie dachte, er wäre tot, aber er wäre nicht tot. Dann sagte er, mit mir wissen, ich falle in ein Dieselloch und das ging bloß wieder weich und wieder weich. Dann sagte er, Dämonen rammen mich. Die versuchten mich nicht immer zu greifen. So. Und sagte, keine Hand, könnte jemand dich bei mir ankommen, weil er wäre in Gott. Und er sagte, ich komme, was wäre der, wo den großen Rehen bei mir wäre. Und dann weiter ab, drei im Hospital in meinem Bad, wo die mir heute Hand geführt über dem sagt. In der Offenbarung Feuer, die erste Phase steht dort, wo Johannes eine sagt, den Thron, und da wir ein Bau in Eva, ein Reh im Bau Eva. Da wir Gott selbst, da wir, du Hand gekommen in die Gegenwart Gottes, und Gott hat ihm gewesen, du bist in meine Hänge, der Böse tastet dich gut an. Der Satan hat nicht mehr eine Macht über uns. Er kann uns verschiedene Versicherungen im Stich stahlen, aber er hat uns nicht mehr im Kontrolle. Das sind eine wunderbare Geschenke, die wir hier rüttfingen in der Bibel, wo Gott uns gegeben hat. Und die wir auch anwenden in unserem Leben. Er sagt so, wie weit, da wer Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer von Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihm nicht an. Und dort ist gerade, was wir hören, auch in dem dritten Kapitel. Er sagt, wir sind nicht Kinder Gottes, wo er erst noch nicht offenbar geworden, was wir sind geworden. Wo wann Jesus uns wird offenbar merken, dann wurden wir am Glück gestalt worden. Und jeder eine, der diese Hoffnung hat, der reinigt sich, der hält sich weich von diesem Ding. Kreigt das selbe, sagt das hier auch. Der bewahrt sich und der Böse tastet ihn nicht an. Wenn ich einen Wunsch habe, von der Schlechte weich zu bleiben, dann steht Gott zu uns. Und er lässt nicht zu, dass das Schlechte uns durchnehmen wird.
Vers 20 sagt er, wir wollten aber, dass der Segen Gottes gekommen ist und uns einen Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaften erkennen. Frisch, es war ein Sinn geschenkt. Jesus, es kriegt du hier gekommen, um unseren Sinn mal anzustellen. Wie ecken du, wir kennen nicht unterstehen, aus fleischlich denken. Dem Sinn, was wir unterstehen denken, dass wir an Jesus denken, am annehmen, das kommt von Gott. Gott wird unseren Sinn ändern. Und Paulus hat auch gesagt, in Römer Kapitel 12, die erste Versen, er sagt, wir sollen unseren Sinn, ans Leben, sehr viel umdrehen. Wir sollen eine Sinnesänderung merken in unserem Leben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und hier sagt Johannes, dort hat Gott zu tun. Er ist auf diese Erde gekommen, nun hat er uns einen Sinn gegeben, damit wir die Wahrheit verstehen können. Und das ist ein Geschenk von dem himmlischen Vater. Ich freue mich so, Eva, weil ich von mir, ich bin nicht fähig, eine Sache zu denken. Wenn ich denke, damit mein Fleisch, ich denke immer bloß Sinn. Und dort sagt Paulus auch, was muss mein Fleisch vergeben werden? Nicht. Er kann keine Sache finden. Aber Dankeschön in Christus, sagt er. Der Christus, der hat meinen Sinn unter was gedreht. Nun kann ich Gott denken. Nun kann ich positiv denken. Nun kann ich lebendig denken. Und so all die Dinge, die wir abnehmen, dort ist, was wir haben in Christus. Er sagt, dass wir den Wahrhaftigen erkennen, dass wir Jesus mehr und mehr kennenlernen. Und wir sind in der Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Dort ist das Ziel vom Leben. In Jesus in mir. Das ist das ewige Leben, sagte er. Dann ganz ab dem Eng, sagte er, noch einmal zum Schluss, er sagt, Tinger, heute für dort, was je in Gott ist, für Abgärterei. Abgärterei kann irgendwo sein. Da kann mein eigenes Ete sein. Wenn ich dort mehr Leib habe aus der Wut Gottes, dann ist das mein Aufgabe. Da kann ein Feldballspiel sein. Da kann mein Film sein. Da kann mein Computer sein. Da kann uns eigene Eierpartner sein. Und das sollen wir uns verhalten. Diese Liebe zu Gott soll bei uns in Ordnung bleiben. Und das soll Nummer eins sein. Und das will Gott von uns rein allen haben. Das heißt, in erster steht es. Ich glaube, es ist in Matthäus, wo ich nicht gerade die Kapitel, falsch ist, einen Dardi, fünf, einen Dardi vielleicht, wo das sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird es, sollte es alles zufallen. Mit anderen Worten sagt Gott, dann wurde Segnungen einmal mitgehen können. Das bloß das erste noch mittrachten. Es ist dein Ziel, Nummer eins, Jesus Christus. Dann kannst du dir auch weiter, dann wird dein Leben gesehen sein. Ich will zum Schluss auch noch Taubfurten, das letzte Eng. Das sagt uns, wir sind in Christus bewahrt. Er sagt, wir haben uns bewahrt für den Bösen. Wir sind bewahrt aus Tinger. Gott hat uns nicht bewahrt, bloß aus einem Werk hier bei ihm, sondern er bewahrt uns aus Tinger. Und dann müssen wir uns auch feststellen, so als wir alle in unsere Tinger abpassen, so viel beter, der Gott noch nach uns abpassen. Er sagt, wenn wir als Ältere fähig sind, unsere Kinder Geld zu dürfen, wie viel mehr wo ich mir am Dünn kommen, sagt er. Wir sind bewahrt in Christus aus Kinder. Wir sind in Christus bewahrt aus einer Mutter. Eine Mutter nimmt ein Kind in den Arms und sie hält dort. Und das Kind fällt sich dann sicher. Wenn irgendwas herangerannt kommt und ein Kind kann bei Mama auf den Arms sein, dann fällt das Kind sich sicher, weil dort, wo er herankommt, hat er dann keine Angst mehr für. Ich ziehe meine Mama auf den Arm. So trägt Christus uns. Er sagt, die in mir und ich in Jünd. In Christus habe ich bewahrt, dass eine Mama ein Baby auf den Arm hat. Und das nächste ist, wir sind dann auch bewahrt für den Bösen, für die Abgärterei. Wenn wir in Christus bewahrt sind, tastet der Böse uns nicht an. Und ich muss uns hier Mut machen, durch den ganzen Johannesbrief. Noch einmal taubt ihr fort. Erster Kapitel, ist deine Gemeinschaft in Ordnung mit Gott. Der zweite Kapitel, lebst du getrennt von dem Sinn Gott je in Eva. Lebst du mit Christus getrennt von der Welt. Der dritte Kapitel, lebst du glücklich aus dem Kind Gottes, wo das sein wird, wenn wir uns in einem anderen Leib haben, dann lebe ich mit Gott. Kostet du dein nächsten Leben. Lebst du in dieser Leibbahn. Der vierte Kapitel, glaubst du dort, dass Jesus im Fleisch für dich gekommen ist, auch für dich gestorben ist, dann sagt er, dann bist du einer von dir, wenn er Gott an dir hört. Der fünfte Kapitel, der gibt uns den Glauben in sich. Hast du
diesem Glauben in die Bahnen, dass du in diesem Sieg leben kannst. Jesus gibt uns das alle. Und ich wünsche dir, Gott ihnen sehen. Und wenn du diesem Jesus nicht kannst, dann traf eine Entscheidung für diesen Jesus. Er wird dich frei machen. Er wird dich glücklich machen. Und er wird immer mit dir taub sein. Hier auf der Erde, über Lothar in alle Ewigkeit. Und ich wünsche dir Gottes Segen. Amen. Wir haben noch zu beten, wir haben unsere Häupter neigen zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar für die